Ihr seid ja genauso pünktlich wie ich. Ich begrüße euch jetzt erstmal ohne Brille, weil gleich muss ich meine Brille aufsetzen, sonst kann ich das leider nicht lesen. Ich hoffe, ihr hört mich schon alle und könnt mich auch sehen. Ich setze dich schon mal auf, dann kann ich auch was sehen. Oh, wer es heute Abend alles geschafft hat, wie schön. Die Gabi ist da, die Miriam ist da. Carolina ist da, Jojo, Jessica, ich sag mal, schönen guten Abend zusammen. Hallo zusammen, ich sehe nichts. Könnt ihr mich alle sehen? Könnt ihr mich alle gut hören? Hallo Ruba. Sehr leise. Immer noch, da muss ich ein bisschen lauter sprechen vielleicht. Nein. Oh, die Miriam, die isst gerade ein Eis. Oh, das wäre mir jetzt zu kalt für Eis. Schöne Brille. Dankeschön. Ich habe so einige Brillen. Das sind ja nur so einfache Lesebrillen, aber die in ganz vielen Farben, damit die immer zu den Klamotten passen. Jojo, ja, vielen Dank. Mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Mein Mann arbeitet gerade an dem Ton. Das wird bestimmt jetzt besser. Alles, ich sehe alles, ich sehe alles. Hallo, hallo, ja, sei leise. Es sollte aber jetzt eigentlich besser gehen mit dem Ton. Ich hoffe, es hört sich jetzt ein bisschen besser an. Hallo, Gül aus der Türkei. Wie schön. Petra, vielleicht solltest du einfach noch mal neu starten, wenn du nichts siehst. Oh, hallo Katja. Tom heißt jetzt Ton. Ja, Ton, mach mal. Ton ist top. Ja, super. Also, warum ich diesen Livestream jetzt nochmal mit euch mache, einfach nur zum Quatschen. Ich backe ja nichts und ich koche jetzt auch gar nichts. Ich habe mir meinen letzten Livestream ja nochmal angeschaut und die Kommentarfunktion nochmal gelesen. Und ich finde das immer so, so schade. Es macht zwar super Spaß mit euch, was zu kochen oder zu backen, aber ich bekomme so viele Sachen nicht mit. Ihr schreibt ja dann immer so schnell und dann sind immer Fragen dabei, die ich gar nicht gelesen habe oder Antworten auf andere Fragen, die ich dann nicht mitbekommen habe. Und dann finde ich das ganz nett, wenn man sich dann danach nochmal trifft und da so ein bisschen mal drüber spricht. Das finde ich richtig klasse. Bedanken möchte ich mich dann heute auch mal, weil die Katja ist ja hier. Ich habe sie ja gerade schon gesehen. Die hat das im letzten Livestream so nett gemacht, die Sachen zu erklären. Alles, was ich nicht mitbekommen habe, hat die liebe Katja dann beantwortet und erklärt, so wie mit den Bejanern zum Beispiel. Katja, lieben, lieben Dank dafür. Und jetzt muss ich aber aufpassen, damit ich nicht wieder irgendwas verpasse. Ja, ich finde es jetzt erstmal schön, dass es eigentlich ganz gut geht mit dem Ton. Ja, ich möchte auch so Livestreams gerne öfters machen. Das macht ja auch immer Spaß und ich finde das so klasse, mit euch dann hier mal zu quatschen. Heute hatten wir wirklich viel zu tun. Deswegen bin ich noch gar nicht wirklich dazu gekommen, meine ganzen Kommentare von dem heutigen Video zu beantworten. Das mache ich aber noch auf jeden Fall heute Abend. Nach diesem Livestream werde ich mich noch um meine Kommentare kümmern. Das mache ich ja sonst immer sofort. Und jetzt sage ich euch auch, warum wir so wenig Zeit hatten. Das ist auch ein Thema, das ist auch in dem Livestream angesprochen worden, unsere neue Küche.
Heute haben wir unser letztes Video in der alten Küche gedreht. Ich habe also mein Schildchen mitgenommen und eben die ganze Dekoration. Und wir haben ja heute ein Video gemacht und dann haben wir noch die ganze Küche eingeräumt und dekoriert. Die ist also fertig, so dass wir das nächste Video schon in der neuen Küche machen können. Und deswegen bin ich gar nicht zum Kommentieren gekommen. Die Miriam fragt gerade, ich muss ja jetzt gucken, dass ich auch alle Fragen beantwortet bekomme, ob ich mal Rinderrouladen machen kann. Ja, das mache ich auch. Und auch ein Gulasch wird es noch geben. Aber wir haben ja Zeit und man kann ja nicht alles auf einmal machen, weil auch bei uns hat eine Woche nur 7 Tage. Und da kriegt man natürlich nicht immer alles auf einmal unter. Ach Bea, wir sind so viele. Da kannst du nicht alles sehen. Nee, Beate, das stimmt, da kann ich nicht alles sehen. Aber das ist sehr, sehr schön, dass dein WLAN funktioniert. Das freut mich ja. Gelesen habe ich ja heute schon ein paar Kommentare. Ja, ich fühle mich gedrückt. Dankeschön, Katja. Aber ich kann mich da wirklich nur für bedanken. Das war wirklich so nett von dir, ehrlich. Ich meine, ihr geht ja sowieso super nett miteinander um in den Livestreams, dass ihr euch da zwischendurch unterhaltet, wenn ich irgendwas mache. Das finde ich immer schön. Und so, ich glaube, so viele von euch, die kennen sich dann ja auch schon, ne? Ach so, und wenn ihr mal gucken wollt, so ein Bild haben wir heute von der Küche schon auf Facebook gepostet. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber das ist richtig schön geworden und wir fühlen uns richtig wohl, ist richtig süß. Klar, ne, man dekoriert ja doch nochmal um und mit den Schubladen, wir haben Schubladen eingeräumt. Ich hoffe, dass ich auch immer wieder alles wiederfinde. Ich glaube, bis man sich da so mal richtig eingelebt hat, das dauert ja auch mal einen Moment. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Da, jetzt rede ich schon wieder viel zu viel. Hey, das mit der neuen Küche habe ich nicht ganz verstanden. Zeit, zieht ihr um? Nein, wir ziehen nicht um. Wir bleiben hier. Wir sind nur in einen anderen Raum gezogen mit einer neuen Küche. Kannst du mal bitte Kürbiskuchen machen? Ich glaube, die Kürbiszeit ist eigentlich vorbei. Ich mache schon mal eine Kürbissuppe, weil unser Kleiner eine Kürbissuppe liebt. Aber die gibt es so selten bei uns. Wir sind eigentlich keine Kürbisfans. Oh Katja, mit der ganzen Familie. Ja, dann grüße ich mal deine ganze Familie. Deine kleinen Kiddies und deinen Mann. Hallo. Die Monique hat meinen Stollen gemacht. Ja, der Marzipanstollen, ne? Der ist echt lecker. Hallo Margit, oh, das ist aber schön. Grüß dich und Bernie ist auch da. Anna, die kommt aus Marburg. Kann das sein? Habe ich heute gelesen. Schöne Grüße aus Marburg. Heike, liebe Grüße von Dieter. Die Hilke. Guck, Bernie, da. Jetzt muss ich mal. Hallo Bea, kommst du bitte mal? Die Soße machen. Die grüne Soße habe ich schon gemacht. Also auch da waren so viele Sachen bei, die dann gefragt worden sind, kannst du mal Brezeln machen, so wie jetzt, kannst du mal grüne Soße machen. Ihr müsst das einfach mal am Kanal, also an der Startseite vom Kanal, könnt ihr da reinschreiben, was ihr sucht und dann schaut ihr mal, ob ich das schon gemacht habe. Wir haben ja doch schon einige Videos gemacht. Und da sind so viele Sachen schon bei gewesen, die ihr eben gefragt habt. Den Kranz mit der Lebkuchen, das ging sowas von... Oh, warum denn? Sie hat den Kranz, die Karin hat den Kranz mit der Lebkuchenmarmelade gemacht und das ging sowas von in die Hose. Ja, das weiß ich jetzt nicht warum, aber das ist... Das kann passieren, mir gehen auch Sachen manchmal in die Hose. Man sagt ja immer so, du kannst 6 Leuten ein Rezept geben und bei jedem, oder mit den gleichen Zutaten, alle bekommen die gleichen Zutaten
und jeder bekommt einen anderen Kuchen daraus. Das passiert halt. Anna, meine Mom wohnt in Marburg. Ich nicht, aber ich glaube, Anna, du hattest geschrieben, schöne Grüße aus Marburg. Oder vielleicht warst du gerade da zum Urlaub oder zu Besuch bei deiner Mama. Wow, neue Brille. Nein, Bernie, die ist nicht neu. Die habe ich schon lange. Rote, grüne, schwarze, durchsichtig. Ja, Ostern. Ostern steht ja vor der Tür, aber jetzt steht ja erstmal Karneval vor der Tür. Eine Leckerei habe ich euch ja schon gebacken. Und Ostern, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Aber es wird auf jeden Fall was Leckeres geben. Wie erklärt mir doch bitte, was Amsuse Gugüle sind. Gugüle, das weiß ich doch nicht, was ist das? Margit, ich weiß nicht, was du meinst. Weißt du das? Amüsgöl, ach so, kleine Häppchen sind das. Ach, Amüsgöl. Kein Französisch, Amüsgöl. Kleine Häppchen. Ja, da hat mein Mann recht. Meine Brillen sind im ganzen Haus verteilt und immer wenn ich eine brauche, ist keine da. Kennt ihr das auch? Kennt ihr das? Ich habe bestimmt 10 Brillen, ja. In der Handtasche, in der anderen Handtasche, dann liegt eine da, eine da. Die meisten landen ja am Bett oder im Badezimmer und da bleiben die dann auch liegen und wenn ich dann woanders bin, habe ich keine Brille. Könntest du mal Schneeballen machen? Schneeballen. Schneeballen. Das ist doch so wie Berliner. Ich kenne Schneeballen. Könnte ich mir jetzt nur als Berliner vorstellen. So eine bist du. Nein, so viele Schuhe habe ich nicht. Nein, ich bin eigentlich kein Schuhfetischist. Ich habe schon so 3, 4, 5 Paar, aber keine 250. Flamco, kleine Häppchen. Ich darf kein Französisch. Ja, ich auch nicht. So, wollen wir mal gucken, was habt ihr denn noch gehabt, also an Fragen? Ob ich lieber backe oder koche, zum Beispiel. Wie sieht das bei euch aus? Die Frage kann ich ja dann auch direkt mal weitergeben. Ich koche super gerne, aber ich glaube, noch so ein Ticken mehr backe ich gerne. Das sind ja immer so Fragen, die dann einfach aufgekommen sind. Kann nur einen halben Brillenträger, schade. Hallo Leni. Die Brille, die brauche ich nur zum Lesen. Sonst könnte ich den Chat nicht lesen. Eigentlich brauche ich keine Brille, also zumindest nicht zum Autofahren oder so. Altersweitsichtigkeit nennt man das. Wer von euch backt denn viel lieber? Und damit könnten wir, das haben wir ja schon mal gemacht mit der Kirsche und mit der Zitrone. Und unten in den Icons, da unten sind ja diese ganzen Smileys drin und da gibt es auch Zitronen und da gibt es auch Kirschen. Und wer lieber, wie ich auch, backt, der kann ja jetzt einfach mal eine Zitrone posten. Dann braucht keiner was zu schreiben. Ist doch viel schöner. Dann haben wir ganz viele Zitronen oder eben, nein, ganz viele Kirschen für Kochen. Ja, Beate, ich mache hier auch beides gern, aber noch so ein Ticken mehr backe ich lieber. Sauerkraut habe ich vermisst. Aber ich habe einen ganz leckeren Sauerkrauttopf gemacht mit Kassler und Schupfnudeln.
Gül, das kannst du dir ja mal angucken. Das ist ganz schnell gemacht, total lecker. Und du kannst das natürlich abwandeln, wenn du jetzt keinen Kassler magst. Dann ganz rustikal kannst du, wenn es richtig deftig werden soll, ein bisschen mehr Speck da reinmachen. Oder wenn du ganz fein haben möchtest, vielleicht mit Filet zum Beispiel. Oder mit Rinderfilet geht auch. Sorry. Ja, alles meine Backhasen hier. So viele Zitronen, wie schön. Die Hanna auch, die kocht gerne, aber die backt viel lieber. Ich finde Backen auch so entspannend. Ehrlich, ich finde das so entspannend. Schön, sich alles zusammenzumischen und dann zu backen. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Die Petra, die kocht lieber. Ich backe sehr gerne auch Torten mit Fondant. Da werde ich auch immer gefragt, machst du mal eine Motivtorte? Ich habe ja schon Motivtorten gemacht, so für Geburtstage und so. Ich bin so kein Fondant-Freund, weil ich mag das lieber mit Marzipan. Mit Marzipan kann man natürlich nicht so schöne Sachen machen wie Fondant, aber ich finde immer, alles das, was man an Deko um die Torte rum macht, kann man ja nicht essen. Dann wird das alles weggeschmissen. Ich habe das gesehen, ich habe ein großes Feuerwehrauto gebacken. Das war wirklich schön. Da habe ich 3 Tage dran gearbeitet. Das war richtig viel Arbeit. Der Kuchen innen drin spielt ja eigentlich keine Rolle. Habe einen schönen Biskuit gemacht mit einer leckeren Füllung und so. Aber wir haben die Hälfte dieses Feuerwehrautos weggeschmissen. Die Leiter kannst du nicht essen, die Räder kannst du nicht essen, die Lampen kannst du nicht essen. Das ist ja alles nur Zuckerzeug. Das lutscht ja keiner. Und deswegen finde ich Fondant, das sieht alles wunderschön aus. Das ist ja auch schön, aber das ist ja mehr Basteln, finde ich immer, als Backen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn? Ich mach natürlich super gerne mal eine Motivtorte. Mit viel Fondant mache ich, kein Problem. Aber ich bin kein Freund, der ich jetzt sagen kann, ich mache jetzt hier jede Woche eine Motivtorte. Man kann ja wunder. Es gibt ja so viele, die machen wunderschöne Torten, wirklich. Ne? Aber ich kann das gerne mal machen. Das macht ja auch Spaß. Ich bastel ja gerne, dann kann ich auch eine Motivtorte mal machen. Eben, dann kauft man, genau, Hanne, das ist so süß und man kann es nicht essen. Und Fondant ist ja auch nicht gerade günstig. Dann kauft man, weiß ich nicht, kiloweise Fondant, weil du brauchst ein bisschen grün und du brauchst ein bisschen gelb und dann brauchst du immer nur so ein bisschen. Der Rest, den kannst du zwar schön verpacken, der hält aber auch nicht ewig. Also schmeißt du eigentlich viel Geld einfach weg. Und deswegen finde ich Marzipantorten viel besser. Erstmal liebe ich ja Marzipan und das schmeckt ja auch gut. Und nicht nur nach Zucker. Ja, also ich lese ja, ihr schmeißt auch alles weg vom Fondant und gut. Eine mache ich mal. Eine mache ich mal. Aber ich finde es eben auch sehr schade, obwohl es sieht immer bildschön aus. Ne? Es sieht bildschön aus. Die Karin fragt, ja, das ist auch eine Frage gewesen, die im Livestream wieder so oft gestellt worden ist. Wie hältst du deine Figur? Ich esse das nicht alles alleine. Ich esse natürlich immer ein Stück Kuchen und von jedem etwas, aber ich kann doch nicht alle Torten alleine oder alle Kuchen alleine essen. Wir haben Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, ich habe Familie, wir geben das weiter. Ich probiere das alles natürlich. Wir essen wirklich alle, jeder. Es kommt immer darauf an, was es ist. Wir haben auch schon Kuchen ganz alleine aufgegessen. Ne? Ja, aber ich esse es nicht ganz alleine und deswegen kann ich meine Figur auch halten und ich kann mich dann auch ein bisschen zügeln. Ich esse nicht abends noch so einen Berg Süßigkeiten, doch manchmal. Mein Mann und ich, wir sitzen ja viel abends auch zusammen und gucken uns viele Sachen an und überlegen mit Ideen und so. Und ich sitze meistens hier. Mein Mann sitzt da, weil da ist ja sein Computerzeug. Und wenn ich, muss mal eben nach unten gucken, Moment. Hab ich immer
hier was liegen für abends. Also es ist nicht so, als wenn ich nichts esse. Sehr lecker. Schokotoffees von gestern Abend. Die esse ich bestimmt heute Abend auch noch. Ich bin einfach viel unterwegs. Vielleicht habe ich nicht die Gene, so dick zu werden. Weil ist der Stress. Aber ich habe gestern angefangen, ihr werdet lachen, etwas für meine Winkelarme zu tun. Und ich mache ja wenig Sport, also Laufband ab und zu mal. Ansonsten komme ich auch gar nicht wirklich dazu, Sport zu machen. Aber seit gestern tue ich was für meine Winkelarme. Hab da ja auch so Probleme. Dann habe ich gedacht, der Sommer kommt und dann willst du ja T-Shirts anziehen. Das sieht ja nicht schön aus. Also wenn man älter wird, das ist nicht immer lustig. Ah, Günther, das ist schön, dass der Ton jetzt endlich lauter geworden ist. Meine Fondant-Torte sah eh nicht gut aus. Dann lieber einen leckeren, ehrlichen Streuselkuchen. Da hast du vollkommen recht, Miria. Nur hier kommt. Ja, sieht schön. Ja. Bernie. Aber bald. Aber bald. Ah, Günther, das ist schön. Oh Gott, wenn ich das jetzt alles noch verschicken würde. Ja, das wäre lustig. Ja, das ist schön. Jetzt hört man mich klar und deutlich. Das ist sehr schön. Dankeschön, Hannelore. Ja, das werde ich auch tun. Ich werde das weiter. Ich mach mal eine oder vielleicht auch zwei. So, ich weiß ja nicht, ne, wie lange. Das Jahr ist ja lang. Kann man ja vielleicht auch mal zwei Motivtorten machen. Aber ich werde auf jeden Fall mal eine machen. Winkearme, mein Sohn nennt das Hängemuskeln. Ja. Ja, ich habe so drei Übungen gefunden. Die versuche ich jetzt jeden Abend zu machen. Meine Arbeitskollegin hat schon gesagt, dann hältst du sowieso nicht durch. Doch, ich bin hochmotiviert. Und wisst ihr, wo mir das aufgefallen ist? Ganz extrem. Weil das letztes Jahr haben wir meine Mutter vom Flughafen abgeholt und draußen gewartet. Und dann sah ich meine Mutter und wollte ihr so winken. Und hab gedacht, oh Scheiße. Mach so. Hab ich dann. Jetzt wisst ihr, warum die Queen immer nur so macht. Ja. Ja. Nee, aber jetzt, ich muss da echt was tun. Das ist nicht schön. Das ist gruselig. Nicht schön. Lammkeule. Kannst du mal zeigen, wie man eine Lammkeule macht? Lammkeule. Lammkeule ist jetzt nicht so meins, Lamm. Mein Mann und meine Jungs, die essen gerne Lamm. Ich glaube, Thomas muss das leiser stellen, sonst hört man die ja doppelt. Hast du gehört? Ja? Hat er schon gemacht? Chicken Wings. Ja, Chicken Nuggets kann ich mal machen. Richtig leckere Chicken Nuggets. Chicken Wings. Jetzt höre ich dich besser. Gruß aus Ostfriesland. Ah, Susanne, ja stimmt, hast du mir im Kommentar auch geschrieben, ne? Schöne Grüße aus Friesland. Ich habe eure Kommentare im Kopf, ich habe das gelesen. Ja, Bernie, genau. Hör mal, der musste immer, das ist anstrengend. Hör mal, das geht richtig in die Arme. An, aus, an, aus. Da bewegst du immer den Muskel. Musst du immer noch mal rechts und links machen. An, aus. Ja, das stimmt, das dauert lange. Wenn du überlegst, wie viel Teig du in der Zeit ja machst, wenn du da Übungen machst und das auch noch alles backen musst, dann kriegst du die ja nie weg. Die Miri fragt, wann ist der nächste Beana? Bald. Der wird auf jeden Fall in der neuen Küche sein. Wir haben schöne Spiele, die wir mit euch spielen möchten. Ich möchte aber da gar nicht so viel verraten, weil das wird richtig lustig und da freue ich mich auch schon drauf. Ich würde mal sagen, die gute alte Zeit kehrt zurück. So könnte man das nennen. Alle, die so in meinem Alter sind, vielleicht noch ein bisschen jünger, werden das auf jeden Fall kennen. Ah,
Hallo zusammen. Hallo Sonja. Sie ist gerade fertig mit Suppe und Pfannkuchen backen. Okay? Ich bin noch immer für Zimtschnecken. Stimmt, die habe ich heute auch noch gelesen. Da in dem Livestream habe ich ja reingeguckt, dass du für Zimtschnecken warst. Mache ich auch. Mache ich auch. Ich habe ja hier meinen Timer mitgebracht. Da schreibe ich dir auch gleich rein, weil ohne den würde ich. Lebe ich nicht. Meins. Machst du was für Valentinstag? Was würdet ihr denn gerne für Valentinstag haben wollen? Eine schöne Herztorte zum Beispiel. Ich bin noch immer für Stimmt, die habe ich heute auch noch gelesen, da gesagt, dass du. Oh, die Anke hat den Pfannenbiskuit gemacht, also den Pfannendonut. Ja, das war echt eine schöne Idee, ne? Und da kann man so viele Sachen mitmachen oder draus machen. Dass sie mal eine Möhrentorte zu Ostern backen könnten. Okay, Möhrentorte. Ich kann mir das ja alles mal aufschreiben und suche mir dann was raus, was wir zu Ostern und zu Valentinstag machen können. Hast du einen Namen für den Toast heute? Miri, das Video ist doch schon draußen. Bunte Toast, bunte Gemüse, Toasthäppchen. Ja, auf jeden Fall, Margit. Die Hinweise müsst ihr euch behalten. Die sind zwar jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir haben es zeitlich einfach nicht hinbekommen. Und so unter Stress wollten wir das auch nicht machen. Da muss man ein bisschen Ruhe haben, man muss da richtig Lust zu haben. Und dann wird das auch alles richtig schön und so ein Abend auch richtig schön. Aber wenn man dann in Zeitdruck ist, dann funktioniert das nicht, aber behaltet euch bitte diese Bejana-Hinweise, die schon gesammelt haben. Ja, auf jeden Fall, Margit. Die Hinweise. Aber es werden noch welche dazukommen. Für alle, die diese Videos dann nicht gesehen haben, kommen auf jeden Fall noch welche dazu. So unter Stress wollten wir das auch nicht machen. Richtigen weißen Kusse oben drauf, das wäre herrlich. Ja, ich lasse mir da schon was einfallen mit den Zimtschnecken. Osterbrot, ich gucke mir das alles nachher nochmal an und schreibe eure ganzen Ideen und Wünsche auch nochmal auf. Mal gucken, das eine oder andere werde ich bestimmt erfüllen. Was Vegetarisches. Hatte ich aber heute. Heute gab es was Vegetarisches. Tanja, kannst du dir ja nochmal anschauen. Gerne eine Herztorte, ein Osterhasen aus Hefeteig. Oh, ihr habt ja schöne Ideen. Erklär mal, wie man Nudeln kocht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Guck mal, wenn du Nudeln kochen möchtest, brauchst du ja eigentlich nur auf die Nudelpackung zu gucken. Da steht ja drauf, wie man Nudeln kocht. Ja, Osterbrot wäre super und eine Herztorte. Besonders die bestimmten. Hat der Osterhase auch so bestimmte Teile? Den Hoppelschwanz? Ja, hü. Ja, Miri, ich wollte auch gerade grinsen auf diesen Kommentar. Eine After-Eight-Torte. Ja, die ist ja auch gefragt worden. Puddingschnecken sind auch toll. Habe ich doch schon gemacht, Puddingschnecken. Himbeertorte. Ihr habt schöne Ideen. Ich werde mir die mal rausschreiben. So, was hatten wir noch an Fragen? Küche haben wir jetzt geklärt. Koch- und Backbuch. Bin ich gefragt worden, ob wir mal ein Koch- oder Backbuch machen. Wir haben ja schon ein Eisbuch gemacht, das habe ich euch ja schon mal erzählt. Das hat super viel Spaß gemacht, das nimmt viel Zeit in Anspruch, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und mal gucken, wie wir das zeitlich dieses Jahr hinbekommen. Wird es vielleicht zum Anfang nächsten Jahres auch ein Koch- oder ein Backbuch geben? Aber
wir lassen uns da auch nicht unter Druck setzen. Da muss man wirklich Zeit investieren. Man sitzt wirklich viel an den Bildern, an den Texten. Man hat einen Layouter, das muss alles gemacht werden. Die Grafik muss gemacht werden. Wir haben ja hier bei uns in der Nähe den Verlag. Die würden das bestimmt auch gerne wieder mit uns machen. Aber da sitzt man eben auch viel zusammen, hat viele Gespräche. Das dauert alles viel Zeit. Das ist einfach so. Und die Zeit muss man sich erstmal nehmen. Und die haben wir jetzt am Anfang des Jahres nicht. Aber wir werden da bestimmt dieses Jahr uns mal dran setzen, damit wir da mal weiterkommen. Aber bis dahin dürft ihr gerne mein Weiß-Eisbuch kaufen. Da sind nämlich ganz viele leckere Eisrezepte. Und bald, wenn die Sonne jetzt wieder richtig schön kräftig scheint, werde ich ja auch wieder leckere Eisrezepte machen. Habe heute nicht aufgepasst. Einzeln erhitzen. Was ist denn deine Meinung nach zu Johnny, der Grillshow. Das ist der mit der Maske, ne? Ja, den habe ich mal gesehen. Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, den gucke ich mir nicht jede Woche an. Das ist jetzt nicht so meins. Das mag ja sein, dass der vielleicht ja tolle Rezepte hat. Die gucke ich mir nicht so an. Das ist nicht meins. So, das Buch war jetzt auch abgearbeitet. Wie lange hast du vor, YouTube zu machen? Fand ich jetzt auch eine spannende Frage. Für mich steht da erstmal, wie lange hast du vor, Videos zu machen? So lange, wie ich das kann. Wir machen das ja erst wirklich seit etwas über einem Jahr, fast anderthalb Jahre so, wie wir es jetzt machen. Und es macht uns Spaß, es macht uns wirklich viel Spaß. Und ich sehe, wir sehen ja, es gefällt euch ja auch. Und warum sollten wir dann aufhören, Videos zu machen? Solange ich laufen kann, mache ich Videos. Und wenn ich nicht mehr laufen kann, komme ich in Krücken. Und wenn ich mit Krücken nicht mehr laufen kann, dann rolle ich rein. Oder so. Oh, mein Lippenstift. Du, da müsste ich jetzt gucken gehen. Ich bin nicht so ein Markenjunkie. Ich habe eine Farbe, die gefällt mir, habe ich gekauft. Müsste ich jetzt ins Bad gehen und gucken, was das ist. Voll gebastelt. Doch, ich mache das gerne. Wenn ich die Zeit habe, dann bastel ich auch schon mal gerne. Ton weg, nein. Miri, Margot, ne? Eigentlich wollte ich wirklich die Häkelnadel mitbringen. Ich habe keine Wolle mehr.
Nee, so Spaß ist das nicht. Ich kann häkeln und stricken. Und das sag ich euch. Meine Jungs hatten in Text, nee, wie heißt das, ist das doch, Textil, immer gute Noten. Weil die haben ihre Sachen ja mit nach Hause gebracht. Ich weiß noch, wie der Große eine selbstgebaute Strickliesel mitgebracht hat. Und da sollten die ja diese Schlange machen. Und der kann der nicht. Da habe ich mich dann dahingesetzt, habe diese Schlange gemacht, habe drei, vier Fehler eingebaut. Und da ist mein Sohn zur Schule. Ich sage, und, was habe ich für eine Note gekriegt? 2. Nur weil ich die Fehler da eingebaut habe. Genäht, gestrickt, habe ich alles gemacht. Jetzt sind meine Kinder ja, die Großen sind ja nicht mehr in der Schule, haben ja kein Textil mehr. Jetzt kann ich das ja zugeben. Und wenn die Lehrerin zuguckt. Was, 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 Bernie, jetzt habe ich dich nicht mitbekommen. Lidschatten auf dem Mikrostellen. Na, Lippenstift. Hallo Bea, woher kommst du genau? Ich komme aus NRW. Da, wo jetzt Karneval ist und richtig Karneval, ab morgen fängt ja Altweiber an. Und auch dazu bin ich gefragt worden, was meine Meinung zu Karneval ist. Ich habe immer gerne Karneval gefeiert. Ich war auch immer unterwegs und immer auf dem Zug und auf Karnevalspartys. Nein, ich mag Karneval gerne und Karneval ist schön, wenn man Karneval richtig schön feiern kann. Das heißt, wenn man weiß, wo man hingehen kann und richtig feiern kann, natürlich auch auf dem Zug. Ich heiße es nicht gut, wenn am Zug viel Alkohol getrunken wird. Oder wie sich das eben so entwickelt hat, das finde ich jetzt nicht so schön. Ich war auch schon Altweiber in Köln. Ich sag euch, das war lustig. Doch, ich finde Karneval schön. Jetzt bin ich auch vom Niederrhein. Ich glaube, da mögen alle Karneval. Was macht mein Schal? Ja, Bernie, ich habe ja gerade gesagt, kann ja einen Schal stricken. Ne? Ich kann ja auch stricken. So. Ich habe aber keine Wolle. Und jetzt musst du mir erstmal sagen, welche Farben möchtest du denn haben? Pink, lila. Deine Kombi wäre schon schön. Fußball. Oh, erster FC Köln. Nein, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Das ist keiner bei uns, auch meine Jungs nicht. Das Einzige, was wir wirklich gucken, ist Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Ansonsten haben wir mit Fußball gar nichts zu tun. Aber da gucken wir wirklich gerne. Also wenn die deutsche Mannschaft spielt, ja, da sind wir gerne dabei. Aber Bundesliga, da bin ich völlig raus. Was machst du wieder ein Video im Kostüm? Wann machst du wieder ein Video im Kostüm? Eigentlich morgen. Nein, ich weiß es nicht, Margit. Wirklich nicht. Ja, Miriam, in Hannover wird ja jetzt nicht so groß Karneval gefeiert, ne? Morgen hier um 11.11 Uhr wird das Rathaus gestürmt. Ohne mich. Ich bin auch schon als Alte gegangen, aber das ist ganz furchtbar. Diese Maske den ganzen Abend auf, ganz gruselig. Strickstunde bitte. Ich bin ja jetzt kein Strickexperte, aber ich kann schon einen Pullover stricken. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, vielleicht kommt der Pirat ja mal wieder. Wer weiß das schon? Vielleicht findet der auch so eine Flaschenpost. Aber ihr seid so nett, ne? Sei jetzt so kein Stinkstiefel mehr bei, wo ich immer was drüber zu meckern habe. Und ich sag immer noch Gelatine. Woll. Meistens. Ich stricke Socken und vieles mehr.
Ja, so richtig schöne Wollsocken stricken, das ist auch schön, ne? Habt ihr denn noch Fragen an mich? Weil die Fragen, die jetzt so in dem Livestream waren, die sind ja beantwortet. Eis war noch ein großes Thema, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. So viele Eisvorschläge, aber da waren eben auch Eisvorschläge bei, die wir ja schon auf der Eisseite haben, eisrezepte.net. Da findet ihr ja viele, viele Eisrezepte. Keine Feiertage vor allem. Was gibt's zu essen am Karneval? Jetzt bei uns zu Hause oder meinst du ein Karnevalsrezept? Was Leckeres habe ich euch ja schon gezeigt. Und herzhaft, ja. Was isst man Herzhaftes zu Karneval? Eigentlich gar nichts, weil man ist ja immer unterwegs und dann isst man ja meistens Pizza, Pommes, alles, was man so zwischendurch mal findet, wenn man dann unterwegs ist. Oder man nimmt sich eben was Leckeres mit. So wie die Schürzchen zum Beispiel. Die kann man ja auch wunderbar mitnehmen. Thorben hat den Gurkensalat gemacht. Das finde ich schön. Aber den essen wir schon wirklich seit Jahrzehnten so. Finde ihn immer wieder lecker. Ja, was meinst du, Stefanie, was meinst du denn mit Fingerfood zu Karneval? Guck mal, ich habe ja heute die Toasthäppchen gemacht oder möchtest du Fingerfood zum Mitnehmen, damit du die zum Zug mitnehmen kannst? Und dann was Herzhaftes oder was Süßes? Ja, was Herzhaftes oder was Süßes? Haben Sie Kinder, liebe Bea? Ikra. Ja, ich habe drei, oder wir haben drei Kinder, drei Jungs. Also habe ich vier Männer zu Hause. Zwei wohnen ja schon nicht mehr hier. Meine Kinder sind ja schon groß. Aber ein Rotzlöffel, ich nenne meine Kinder immer gerne Rotzlöffel, ganz liebevoll Rotzlöffel. Und unser Kleiner, der ist jetzt 16, der wird nächste Woche 17. Der ist noch hier. Seid ihr oft in Hannover? Nein, nicht so oft sind wir nicht in Hannover. Hannover kommt auch schon mal zu uns. Wie heißen die grünen Dinger, die aussehen wie Gurken, aber keine sind? Diese kleinen Gurken, meinst du? Sorry, Eis mit oder ohne Maschine? Ich mache mein Eis ja immer mit der Eismaschine. Man kann das Eis auch ohne Eismaschine machen. Es dauert halt länger, weil du die Masse einfrieren musst und mindestens jede 15 bis 20 Minuten hingehen musst und immer vom Rand aus nach innen die Eismasse rühren musst. Das dauert eine ganze Zeit, bis das dann fertig ist. Aber eigentlich kann man jedes Eis auch ohne Eismaschine machen, aber es wird nicht ganz so cremig wie in der Eismaschine. Das muss man auch dazu sagen. Das ist eigentlich kein Vergleich. Pizzakügelchen mit einem Happ sind die im Mund. Pizzastangen habe ich letztens gemacht. So schöne eingedrehte Stangen. Aber nicht für meinen Kanal, sondern ich habe ein paar Videos gemacht für einen anderen Kanal. Aber das erzähle ich euch ein andermal und ich hoffe, dass ihr die Videos auch gucken geht, weil ihr bin ja ich, ne? Nur, dass die nicht bei mir laufen, sondern woanders. Und da gibt es, Margit, auch Pizzastangen. Die kann man natürlich auch mitnehmen. Ganz klein machen, mitnehmen. Die kann man auch kalt essen, schmecken auch kalt. Ja, Zucchini. 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 Aber Zucchini ist schön. Salzgurken.
Im Glas. Zucchini. Ratestunde. Ja, Mensch, Bernie, jetzt klär uns auf. Was meinst du denn mit Gurken, die keine sind, aber so aussehen? Ihr macht mir ein ganz schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich muss mein Kostüm aus dem Schrank holen. Ach, das hat ja auch so viel Spaß gemacht. Das war so schön. Und das soll ja auch so bleiben, weil ich möchte ja auch so bleiben, wie ich bin. Und dem einen oder anderen hat das vielleicht jetzt nicht gefallen. Aber gut. Da machst du uns aber neugierig. Womit denn? Bratkartoffeln. Ach, das war echt lustig, ne? Hey, der Taucheranzug war auch lustig. Der Taucheranzug war auch lustig. Ja, ich schau mal, vielleicht bekomme ich es noch hin. Vielleicht ist das Video ja auch schon fertig. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Genau, ich glaube, es ging jetzt um Gelatine und Zucchini. Oh, Andrea, das ist... Ist das jetzt gut oder schlecht, dass das das erste Video war, was du von mir gesehen hast? Kam es, genau so ist das. Hier im Rheinland heißt das Zucchini. Ich glaube, ihr habt gar keine Fragen mehr an mich. Also sind ja auch sehr viele Abonnenten da, die schon lange bei mir sind. Das freut mich ja auch immer, dass ihr... immer wieder kommt, finde ich richtig schön. Und ihr wisst ja auch schon so viel von mir. Aber ich finde das schön, dass man dann mal über die ganzen Fragen, die in so einem Livestream sind, wenn man kocht, backt oder spielt, was wir ja demnächst mal wieder machen. Und da freue ich mich auch drauf. Ihr dürft aber auch gerne noch, das habe ich ja im letzten Video schon gesagt, euer Like ist mein Applaus und dann freut man sich natürlich oder ich freue mich natürlich, wenn ihr alle euer Like auch da gelassen habt. Und jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Die Zeit geht immer rum, das ist unglaublich. Ah ja, Andrea, das ist schön, wenn das Gold richtig war. Toll. Aber so ein Taucheranzug, Margit, ziehe ich nie mehr an. Da kriegst du ja keine Luft drin. Das ist ja unglaublich. Ich habe ja mal so einen Taucherkurs gemacht. Aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, dass das so eng war. Aber mit der Brille, das hat wirklich funktioniert. Ich habe ja alle Zwiebeln geschält. Ich habe nichts gemerkt. War super. Vielleicht sollte man wirklich so eine Brille beim Zwiebelschälen aufsetzen, wenn man jetzt ganz viele Zwiebeln schält. Und Hand aufs Herz. Hast du schon ein Video in der neuen Küche gedreht? Nein, Margit, Hand aufs Herz. Heute haben wir das letzte Video in der alten Küche gedreht. Und morgen oder übermorgen machen wir das erste Video in der neuen Küche. Wir haben den ganzen Tag eingeräumt, umgeräumt, dekoriert, alles fertig. Das letzte Video heute gemacht. Ich habe mein Schildchen eingepackt, ein neues Bändchen dran gemacht. Auf jeden Fall, vielleicht nicht im ersten Video. Wir müssen ja auch erstmal alle ankommen in der neuen Küche. Vor allem müssen wir erstmal ankommen in der neuen Küche. Wir haben schon Schubladen eingeräumt. So, ich hoffe, ich finde das alles noch wieder, was ich da eingeräumt habe. Das ist ja wirklich, man muss erstmal ankommen. Ne? Und wenn ich weiß, was in jeder Schublade wirklich drin ist, dann mache ich natürlich auch die Roomtour. Und da freue ich mich ja auch drauf. Das war ja auch echt witzig mit euch. Hab ich dir ja geschickt, das Bild. Jetzt muss ich immer da hoch.
Oh, das tut mir sehr leid, wenn ich dich von der Arbeit abhalte. Ja, jetzt haben wir über alles gesprochen, was im letzten Livestream so los war, der im Übrigen wieder echt Spaß gemacht hat, war richtig schön. Ihr wart ja auch sehr kreativ und das ist ja auch das, was es so ausmacht, dass ihr wirklich so mitmacht. Ja, ich war ja gar nicht darauf vorbereitet, meine Quarkpfanne-Küchlein noch anders zu befüllen als mit der Marmelade. Aber das hat echt Spaß gemacht, das alles noch zusammenzusuchen und so. Schade, dass keiner die Nuss-Nougat-Creme geholt hat. Sonst hätte ich, oh nee, was war das? Erdnussbutter. Sonst hätte ich die ja auch noch da reingemacht. Nee, das macht ja gerade Spaß, wenn ihr dann auch so mitmacht. Finde ich total klasse. Aber ich denke, beim nächsten Mal werden wir wieder was Leckeres kochen, weil es abends einfach besser ist, was zu kochen, was man noch essen kann, als etwas zu backen. Bis auf diese Pfannkuchen. Das waren ja jetzt die kleinen Dinger. Die waren dann nachher auch alle weg. Jeder ist da mal vorbeigegangen. Der Kleine hat sich gefreut. Der findet die ja auch total lecker. Was macht ihr mit dem Raum, wo die Küche, Andrea, bleibt jetzt erstmal stehen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wir sind da völlig offen. Keine Ahnung. Ja, schlechte Laune haben wir eigentlich nie. Warum auch? Aber es ist sehr, sehr nett, dass du das so empfindest. Aber so richtig schlechte Laune, nee, meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, das ist natürlich klar, aber so richtig schlechte Laune haben wir nie, nee. Nein, den Termin für den nächsten Livestream habe ich jetzt noch nicht, also noch nicht festgelegt, aber es wird nicht lange dauern. Ein Wildgericht zu Ostern. Frechgrins, dritter Versuch. Ach Gott, ein Wildgericht zu Ostern, auch eine schöne Idee, werde ich gleich aufschreiben. Ich sag ja, ich schreibe mir das alles auf, was ihr da so Schönes gepostet habt und eure ganzen Ideen und dann schaue ich mal, was ich da draus mache. Aber das ein oder andere wird es mit Sicherheit geben. So, jetzt haben wir ein schönes Stündchen gequatscht. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Das freut mich sehr. Lasst euren Daumen da. Ich hoffe, ja, wir sehen uns diese Woche auf jeden Fall nochmal. Nicht live, aber im Video. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen Abend. Ich gehe noch ein bisschen dekorieren und aufräumen. Bis dahin, eure Bea. So, jetzt schreibe ich mir das alles mal auf. Gib mir mal